Zur Veranstaltung Wohlstand für Wohlstand und Freiheit für alle. Das wünschen sich, glaube ich, die meisten oder eigentlich alle da herinnen und wahrscheinlich viele, die es noch gar nicht wissen. Und irgendwo braucht es immer einen Knackpunkt. Irgendwo muss man ein Loch aufmachen. Und wir haben halt ganz tolle Leute da. Und einer der Knackpunkte ist, wie kommen wir aus der Versklavung heraus? Und wenn man aus der Versklavung herauskommt, dann muss man zuerst wissen, wie die funktioniert. Und da haben wir einen ganz tollen Mann da, den Joe Kreisel. Und der erklärt uns einmal, wie das Ganze gemacht ist und wie man aus dem ganzen System rauskommt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, sind wir gespannt, was kommt. Ja, grüß euch auch. Schön, dass ihr da seid. Es ist Frühling und es regnet. Was sollte man sonst machen, als sich irgendwo hinsitzen und fernschauen? Oder mir zuhören? Wir reden über Freiheit. Die Frage ist, warum müssen wir überhaupt über Freiheit reden? Weil wir leben angeblich in einem freien Land. Oder? Genau, also wer ist alle der Meinung, machen wir gleich eine Publikumsbefragung, Publikumsjoker. Wer ist der Meinung, dass er in einem freien Land lebt? Und jetzt nicht lernen. Genau. Wer ist der Meinung, dass er in Österreich lebt? Wer ist der Meinung, dass er eine Person ist? Genau. Eben. Und deswegen, aufgrund dieser Tatsache, dass da so viele Leute aufzahlen, heißt alles Gute, eigentlich gute Besserung. Und zwar deswegen. Irgendwer, das war eh da. Das war da erinnern, vor ein paar Wochen hat er in der Pause zu mir gesagt, gell, die Welt ist schon verrückt. Und das stimmt. Ich möchte euch das heute beweisen. Wir haben leider nur eine knappe Stunde Zeit. Ich konnte euch einen ganzen Tag erzählen, wie verrückt die Welt ist. Die Frage ist gleich vorab, was ist die Welt? Wenn man sagt, die Welt ist schon verrückt, was ist die Welt? Muss ich da irgendwie nicht erspringen? Sie ist ein wenig ein Ei, aber das ist der Projektor. Bei mir ist es rund. Ich sehe es rund. Die Welt. Gibt es mir recht, dass das die Welt ist? Wieder falsch. Das ist die Welt. Der Marktplatz Erde, das hat man gemacht draus. Wir leben auf einem Planeten, der einmal im Jahr rund um die Sonne fetzt, mit über 100.000 km/h. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Rund um die Sonne ist ca. 1 Milliarde Kilometer. Und dass sich das ausgeht in 365 Tagen, muss man mit über 100.000 km/h dahin fetzen. Wurscht, Randthema. Marktplatz Erde. Alle möglichen Länder mit alle möglichen Grenzen, alle möglichen Leute, Kulturen, Religionen, das heißt, die Welt. Genau. Muss schneller gehen, nächstes Mal. Wie funktioniert die Welt? Das ist blöd. Kann man den Tisch? Genau. So tun wir leichter. Yeah. Hallo, Okitok. Danke. Ah, du meinst, dass du einen Tape Operator machst? Wenn ich sage Druck, dann darfst du Druck. Ich kurz, wie die Welt funktioniert, einfach nur, das weiß eh jeder, aber dass wir sonst kurz einmal gemeinsam festhalten, was passiert eigentlich rund um uns die ganze Zeit. Die Welt funktioniert mit Gesetzen. Es gibt ein allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ein Strafgesetzbuch, Bundesverfassungsgesetz, Landesverfassungsgesetz, Uniform Commercial Code, lauter Gesetzestexte, lauter Bücher. Ich habe da ein paar mit, ich lese sowas. Ich bin eigentlich Musiker, ja. Und ich habe das früher ignoriert und seit einem Jahr, zwei Jahren, lese ich sowas. Ich kann euch nur empfehlen, bitte lest es, es ist wirklich spannend. Gesetze. In weiterer Folge gibt es auf der Welt die Währung, Geld. Sieht das jeder? Währung, Geld. Es gibt Rechte und Pflichten. Und diese Rechte und Pflichten, die manifestieren sich im Sinne von Steuern,
Förderungen, irgendwelche Beihilfen und so weiter. Die Strukturierung von der Welt passiert über Grenzen, Länder, Gemeinden, Bezirke, Staaten. So ist das aufgeteilte Spielfeld. Diese einzelnen Körper können sich nur miteinander formieren, im Sinne von Bündnisse. Gibt keine mehr, USA, EU, Russland war sowas einmal im Gräßern-Stil. Und parallel zu den Staatenbündnissen gibt es nur diese Organisationen, diese internationalen, wo sie auch verschiedene Menschengruppierungen, was auch immer, zusammenschließen. Internationaler Währungsfonds, Weltbank, Gesundheitsorganisation, OSZE, OPEC, bla bla bla. EZB. Und das Wichtigste, die Player, die Spieler. Das ist unser Welt. Kann man eigentlich nichts untergehen, oder? Ist Zustand. Es handelt sich dabei um sogenannte Onventionen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was eine Onvention ist. Eine Onvention ist ein Zeichen dafür, dass die Leinwand klein ist. Genau, also das K am gelben Vorhang, das war's. Das sind alles Konventionen. Was heißt das? Was ist eine Konvention? Also wenn mehrere Leute zusammenkommen, konveniere Konvention. Eine Zusammenkunft. Das hat man sich ausgemacht. Alle die Sachen, die da stehen, sind Konventionen. Nichts davon war schon, bevor der Mensch auf dem Planeten aktiv worden ist. So kann man es auch sehen. Das sind lauter Sachen, die sich die Menschen ausgemacht haben und halt in irgendwelche Bücher geschrieben haben, Verträge gemacht haben, unterschrieben haben. Jetzt wird es spannend. Jetzt möchte ich euch mit ein paar anderen Konventionen konfrontieren, die auch nichts anderes sind. Das sind alles Konventionen. Nur andere Qualitäten. Wenn man es jetzt sagt, das ist eh alles das Gleiche, nämlich im Sinne von Konventionen, kann man sagen, die EU ist genau dasselbe wie der Osterhaus. Oder das Strafgesetzbuch entspricht einer Plusrechnung. Oder einer Religion, oder der Zeit, oder Montag. Der Internationale Währungsfonds repräsentiert in dem Fall sowas wie Fußball. Das kann man alles genau, das ist nichts anderes wie ausgemacht. Das ist der Ist-Zustand auf dem Planeten. Gibt es mal wieder recht, oder? Das ist wichtig, weil es wird jetzt rot. Genau. Die Frage ist, wer sagt auf, wenn ich sage, das ist der Ist-Zustand? So ist. Genau. Ich muss mich enttäuschen. Wer jetzt aufgesagt hat, leidet schwerstens unter folgender Krankheit. LSSMS. LSSMS bedeutet, ausgeschrieben, die latente, subdimensionale, subliminale, mentale Störung nach Kreisel. Nicht, weil ich das hab, sondern weil ich das gehabt hab und erkannt hab. Und ich möchte dich davon befreien, von dieser Mentalstörung, die jeder hat da draußen. Deswegen ist die Welt verrückt. Weil es alle schwer mental gestört sind. Warum? Warum latent, subdimensional, subliminal? Latent heißt die ganze Zeit. Subdimensional heißt in einer unteren Dimension. Und subliminal heißt, wir wissen es nicht. Unterschwellig. Mentale Störung weiß jeder. Kurz definiert heißt LSSMS nichts anderes als, der Mensch hält das, woran er glaubt, für echt. Wisst ihr, im Endeffekt habe ich kein Problem damit, wenn man an irgendwas glaubt. Wir haben alle ans Christkind geglaubt. Und das Christkind ist wunderschön, als Funktion. Das ist eine Bereicherung, was? Das glaubst du heute noch, Entschuldigung. Das Christkind ist ein Greifvogel. Jeder soll glauben, was er will, aber er soll niemals den anderen davon überzeugen wollen, dass das, woran er glaubt, echt ist. Und es ist uns alle so gegangen, wenn ihr euch erinnert. Früher haben wir alle geglaubt, das Christkind ist echt. Und dann sind wir irgendwann, haben wir dann die ersten Verdachtsmomente geschöpft, gell? Und haben gedacht, da ist irgendwas. Da hat es was.
Hypoalbert, irgendwas hat es da draußen. Und dann kommt man drauf, fragt einmal, Mama, gehört das Christkind, das ist ja Schmäh, oder? Und die Mama sagt, nein, schau, da Engelshaare liegen da, schau mal, wow, das Christkind war da. Oder hast du das Glockerl gehört? Irgend so ein Plätzchen. Irgendeine Illusion, die uns wieder glauben lässt, ja, das passt eh. Und dann kommst du drauf. Und dann sagst du, gell, das ist ein Plätzchen. Ja, das ist ein Plätzchen, stimmt, einmal gut. Und dann gehörst du zu dem Kreis der Elite, die das wissen. Und was tust du, wenn du zur Elite gehörst? Du möchtest es alle sagen. Das ist meine Position gerade. Ich möchte es alle sagen, dass alle krank sind, weil nur dann die Welt gut werden kann. Das Problem ist, wenn man wem verrat, dass es das Christkind nicht gibt, dann ist er zuerst enttäuscht, wird sauer, wird narrisch, weil das Christkind ist ein schöner Gedanke. Und die wollen das alle nicht hören, die Leute. Schön, dass ihr da seid. Ja? Unsere Freunde wollten nie hören, dass das Christkind nicht echt ist. Solange, bis sie es selber gewusst haben. Das tun wir gerade. Also glaubt, was wollt, aber glaubt auch nicht, dass das System echt ist. Es ist alles nur ausgemacht. Und so rede ich vom Unterschied zwischen Schein und Sein. Zwischen Illusion und Echtheit, Unendlichkeit, Ewigkeit. Das ist jetzt vielleicht kein Unterschied, aber das sind immer gewisse Unterschiede. Das ist nicht immer das Gegenteil, das wollte ich sagen. Welt, Erde, Person, Mensch, Geld und Wahrheit, Mangel, Fülle, Angst. Und da haben wir jetzt zwei Schöpfungen parallel stehen. Das eine ist die, wenn man so will, die Schöpfung Gottes. Was immer Gott ist, ja, ich meine, ich will da kein besetztes Wort verwenden, ist aber wie Heidi. Heidi. Heidi hat irgendwas geschöpft. Und der Mensch hat das kopiert. Der Mensch in seiner Ignoranz oder in seiner Arroganz kopiert die ganze Zeit die Schöpfung, die er vorfindet. Nach dem Motto, wie im Großen so im Kleinen. Das heißt, das, was auf Gottes Seite oder auf Heidis Seite sein ist, das macht der Mensch zum Schein. Beispiel. Wenn in der Früh die Sonne aufgeht, dann ist das absolut. Der Mensch hat das erkannt und hat sich überlegt, ich würde ganz gern jederzeit wissen, wo die Sonne gerade steht. Und hat die Uhr erfunden. Und symbolisiert mit der Uhr nichts anderes als den Stand der Sonne. Sonne ist Sein, Uhr ist Schein. Anderes Beispiel. Person. Der Mensch als Wesen rennt auf dem Planeten umeinander, ohne dass er irgendeinen Plan hätte, wahrscheinlich. Aber es gibt zum Glück diese Bücher, da steht genau drin, wie das geht. Und dazu, dass man den Menschen erreichen kann, als souveränes Lebewesen, muss man ihm ein Symbol geben, den Schein des Menschen, da herüben. Und das wird die Person, und da der Mensch ist. Da herüben haben wir Wahrheit, in dem Sinn, dass einfach ist, was ist, das kann man nicht leugnen. Da herüben, da gilt, was gilt. Das ist alles gültig. Das ist nicht, das gilt. So wie die Autobahnvignetten. Die ist zwar, aber sie gilt auch nicht. Und wenn es nicht mehr gilt, braucht es nicht mehr sein. Muss man es aber kotzen. Und so weiter. Jetzt ist die Frage gewesen für mich, wenn man diese Sachen da aufschreibt nebeneinander, gibt es eine Verbindung zwischen dem Schein, das der Mensch schöpft, und dem Sein, das er vorfindet? Wo ist die Verbindung zwischen diesen paar Sachen da? Gibt es eine Verbindung zwischen Schein und Sein? Eher nicht. Gibt es eine Verbindung zwischen Illusion und Echtheit? Auch nicht. Die Unendlichkeit ist in der Ewigkeit enthalten. Unterschied, Verbindung, Welt, Erde ist in dem Fall der Mensch, okay? Person, Mensch, wo ist die Verbindung? Und irgendwann kommt man dann da runter und stoßt auf Schrift, Sprache. Die Sprache ist absolut und die Schrift ist ein Symbol dafür. Nichts anderes. Schein. Symbolik für lebendige Sprache. Und da ist der Mensch aktiv mit seinem Hirn beteiligt dran. Die Sprache ist de facto der Eintritt in die Illusion für den Menschen. Und zwar bewegt er sich damit von der absoluten Dimension, ich habe einen Trick, von der absoluten Dimension in die relative Subdimension. Das meine ich mit subdimensionale mentale Störung. Und die Schöpfung, die wir vorfinden, die wir alle selber sind, kopieren, in die Dimension drunter stellen, nach unserem Verstand sozusagen, Subverstandesdimension, dann sind wir relativ dazu, weil wir uns die ganze Zeit da immer beziehen, wir nehmen die Symbolik aufgrund der absoluten Tatsache.
Und da ersinnen wir und schreiben wir uns alle möglichen Symbole zusammen, die dann gelten. Relative Subdimension. Schriftsprache muss rot sein, genau. So. Wie geht es? Kommt nicht. Nein. Nur mal. Wie geht es? Am Anfang war. Genau. Oder ist es im Anfang? Das ist ein Unterschied. Ja? Muss ich mal merken, schreibt wieder. Am Anfang, im Anfang war das Wort. Das Wort ist, also das geschriebene Wort, ist die Verknüpfung nämlich. Das Wort ist das Gleiche. Das gesprochene Wort ist das Gleiche wie das geschriebene Wort. Da ist die Verknüpfung. Das geschriebene Wort ist das Symbol für das lebendige Wort innerhalb der Konventionssystem. Deswegen stehen unsere Gesetze in Worten, in Büchern. Das ist das Symbol für das, was wir was ausmachen miteinander, während wir reden. Wenn wir nachschauen, was haben wir ausgemacht? Gut. Nicht ist. Gut. Das Problem ist eben, dass genau dieses geschriebene Wort in alle Gesetzestexte und andere Verordnungen der Käfig ist für alle diese LSSMSler. Wer wirklich über Freiheit nachdenken will, der muss zum Anfang gehen und erkennen, dass am Anfang das Wort steht. In dem Sinn, dass es außerhalb von diesem Anfang erst losgeht. Der Anfang vom Gefängnis ist das Wort. Weil in der Schöpfung Gottes oder Heidis muss man sagen, am Anfang kann niemals das Wort gewesen sein. Weil ein Wort braucht als Ursprung einen Gedanken oder zumindest die Möglichkeit zu einem Gedanken. Das sind zwei Stufen vor dem Wort. Und da reden wir gar nicht von der Absicht zum Wort. Das geschriebene Wort definiert also das System. Wenn alle sagen, wir brauchen eine Systemveränderung, eine Strukturreform und so weiter, dann meint man eigentlich damit dieses System. Welches System? Das Rechtssystem. Tut mir leid. Unser Problem ist das Rechtssystem. Weil das Rechtssystem das System an sich definiert. Das geschriebene Wort ist der Anfang vom Schein, wo der Mensch eine illusioniert wird. Ihr wisst genau, was man als Erster lernt, wenn man ins System einsteigt. Was lernst du in der Schule? Lesen, schreiben. Nicht reden. Reden haben wir von der Mama gelernt. Sprechen, das ist Natur, das ist Muttersprache. Aber lesen, schreiben ist System. Und dann sind wir bei dem Problem im Kopf. Das geschriebene Wort, das ist nicht, sondern das gilt. Daher bitte einfach diese Illusion einmal zulassen, die Auflösung der Illusion zulassen, dass Geltung, ich meine, überlegt, in Saudi-Arabien gibt es Frauen, ja, aber die Frauen dürfen nicht Auto fahren, per Gesetz nicht, heute noch. Das ist so, nein, das gilt so. Alles, was im Dritten Reich passiert ist, das war so, weil es so gegolten hat. Das war alles legal, weil es gültig war. Trennt euch bitte von Gültigkeit. Gültigkeit passiert im Kopf. Das ist nicht da draußen, das ist in uns drinnen. Da ist das Problem. Und alles, was im Kopf entsteht und passiert, ist Illusion. Da hat jeder die Freiheit, was er will, was er machen will, was er denken will. Die Frage war, wie geht das da rein? Wie kommt die Illusion über im Schädel überhaupt zustande, über dieses System, dass wir alle daran glauben, dass das echt ist? Wie geht es da rein? Eben, über die Verknüpfung, die Sprache. Man hat euch austrickst. Mia, früher. Die drei Zauberworte in der richtigen Reihenfolge sagen eh schon das Ergebnis. Beschäftigt euch bitte mit unserer Sprache. Darin ist eine extreme Macht enthalten. Und erst danach versteht man, was bedeutet, frei zu sein. Da darf man keine Tabus kennen. Man muss ein bisschen juristisches Zeug lesen. Man muss vielleicht ein bisschen philosophisches Zeug lesen oder denken, ein bisschen spirituell sein und so weiter. In diesem Sinn ist diese Reise, die wir da machen, also ich mache das seit 2 Jahren, ich habe gestern Geburtstag gehabt.
2 years free man Austria. Es ist eine philosophisch-spirituelle, juristisch-intellektuelle Reise oder alle Variationen davon. Spirituell, philosophisch, intellektuell, juristisch, juristisch, philosophisch, intellektuell. Es gibt nur ein paar mehr Kombinationen. Und es spielt alles zusammen. Es ist nicht so, dass es da draußen am Bundeskanzleramt ein Formular gibt, das man sich holt, das füllt man aus, das ist noch frei. Das geht nicht. Weil die Sklaverei von Menschen da drinnen ist. Der Sklave kann nur dann Sklave sein, wenn er das selber zulässt. Sklaverei passiert im Kopf vom Sklaven, nicht im Kopf vom Sklaventreiber. Ja, ich habe mir irgendwann vor 2 Jahren mal auf Anraten von einem kanadischen Freeman ein juristisches Wörterbuch gekauft. Liebe Leute, that's the Holy Bible. Das ist wirklich spannend, dieses Buch zu lesen. Da steht zum Beispiel drin, was eine Person ist. Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Natürliche Person ist der Mensch, und zwar von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod. Das ist für einen Juristen, für einen Richter, für jeden Systemling eine Person. System ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Eine Möglichkeit. Und die natürliche Person ist der Mensch. Nicht vor der Geburt, auch nicht während der Geburt. Von der Vollendung der Geburt bis zum Tod. Und in diese Bücher, da muss man wirklich jedes Wort einzeln bewerten. Das ist nicht so, dass man so irgendwas schnell liest und das ist. Jedes Wort hat eine ganz spezifische Bedeutung. Deswegen gibt es so Wörterbücher, juristische Wörterbücher. Zum Beispiel steht da drinnen das Wort Vater. Warum muss man das Wort Vater in einem juristischen Wörterbuch definieren? Weiß ja jeder, was ein Papa ist, oder? Vater. Juristische Definition von Vater da drinnen ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Frau verheiratet ist. Das ist die juristische Definition, der erste Satz, es geht dann weiter. Ja, aber prinzipiell ist das der juristische Vater, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Frau verheiratet ist. Nicht der, der die Gaudi gehabt hat. Jetzt steht im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch ist eines der Hauptwerke der Sklaverei. Geschrieben im Jahr, ich habe da draufstehen, Corpus Delicti. Ich habe es mit, übrigens, wenn es den Menschen interessiert, ich habe ein paar juristische Wörterbücher mit. Corpus Delicti habe ich auch ein paar mit, ABGBs, Bundesverfassungsgesetz. Bitte lest es. Da ist die Lösung drinnen. Diese 2 Bücher. Diese 2 Bücher. Mehr brauchst du nicht. Das ABGB, da steht in § 16 drinnen, da steht eh da, jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Drüben ist gestanden, die Person ist der Mensch. Da steht, der Mensch ist als Person zu betrachten. Schein, Illusion. Ich sage aber, stellt sich vor, ich betrachte jeden, der einen Brühen hat, als meine Freundin. Ist doch eine lustige Vorstellung. Ich kann mir nicht helfen, weil Brühen sind ein Wahnsinn. Und so konnte man jetzt sagen, jeder Mensch hat Rechte und ist deswegen als Person zu betrachten. Und ich sage, jeder, der einen Brühen hat, ist deswegen als meine Freundin zu betrachten. Was darf ich alles mit dem, nur weil ich ihm alles was betrachte? Das ist die Frage. Was darf das System mit mir tun, nur weil es mich aufgrund dessen, dass ich angeborene Rechte habe, daher als Person zu betrachten? Was erlaube ich da? Weil der nächste Satz vom selben Paragraphen heißt, Sklaverei und Leibeigenschaft sowie die Ausübung einer sich darauf beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet. Sklaverei ist verboten. Im selben Paragraphen. Aber das Leben spielt sich trotzdem an wie Sklaverei, oder? Eben. Jeder Mensch hat angeborene Rechte und ist daher als Person zu betrachten. Wie komme ich jetzt zu diesen angeborenen Rechten? Weil das dürfte der Grund sein dafür, dass ich als Person betrachtet werde. Das ist der einzige Grund, steht sogar da warum. Ne? Weil ich Rechte habe, wie ich als Person betrachtet.
Wie kommen wir zu diesen Rechten? Jetzt müssen wir da weiter hinten lesen, Paragraph 28. Da steht zum Beispiel, ich lasse euch mitlesen, den vollen Genuss den vollen, wer sich gefrotzelt fühlt, darf aufstehen. Den vollen Genuss der bürgerlichen Rechte erwirbt man durch die Staatsbürgerschaft. Die Staatsbürgerschaft, wie kommt man zu der? Geht man da zu BH, du kriegst einen Nachweis, ne? Eine Staatsbürgerschaft, Nachweis. Aber wie kriegst du das Original von der Staatsbürgerschaft? Die Geburtsurkunde ist sozusagen der Beweis für die Staatsbürgerschaft, der erste. Der Staatsbürgerschaft ist in Österreich ein Geburtsprivileg. Das kriegt man durch Geburt. Daran liegt die Staatsbürgerschaft. Das heißt auf Deutsch, erworben kann man das eigentlich gar nicht behaupten, dass das ein Erwerb war. Oder? Der volle Genuss. Ich habe den Genuss erworben. Bin geboren worden. Da steht nur was Geiles drinnen. Schaut's her. Zum Beispiel die juristische Definition von Staatsvolk. Gerhard Köbler, juristisches Wörterbuch für Ausbildung und Studium. Das haben es alle daheim, die Juristen. Hey. Staatsvolk, was ist das? Staatsvolk sind die Leute, die wählen gehen. Okay, also alle Staatsbürger, Staatsvolk. Und jetzt lest bitte die Definition. Sagen wir österreichische Staatsvolk. Was ist die Staatsvolk von Österreich für einen Juristen? Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die sich auf dem Gebiet eines bestimmten Staates befinden und allein schon aufgrund dieser Tatsache dessen Staatsgewalt unterstehen. Es geht dann nur weiter. Das Staatsvolk ist das personale Element des Staates. Von ihm geht im demokratischen Staat alle Gewalt aus. Das ist die Definition von Staatsvolk. Die Frage, kann die stimmen? Wer entdeckt einen Fehler? Seht's? Man hat euch austrickst. Gesamtheit steht da. Wie kann das sein, dass die Gesamtheit der Menschen auf dem Staatsgebiet die Staatsvolk ausmachen? Was ist mit allen Touristen? Ganz ernsthaft, die können ja nicht wollen. Die dürfen auch nicht wollen. Die kriegen ein Problem bei der Urne. Also, das ist aber die, de facto die juristische Definition von Staatsvolk. Und das sind nicht meine Bücher, sondern das sind quasi die offiziellen Eichere Bücher. Gesamtheit der Menschen auf dem Staatsgebiet. Was ist der einzige Schluss, den man aus dem Satz ziehen muss, dass er stimmt? Weil stimmen tut er. Man denkt nur falsch. Da haben wir es. Da steht in einem deutschen Satz, den keiner versteht, dass das Staatsgebiet nichts Geografisches sein kann. Das Staatsgebiet ist so zu verstehen wie alle ÖAMTC-Clubmitglieder. Egal wo die gerade sind auf der Welt. Alle Visakarten. Egal was. Alle iPhones. Ja? Dann haben wir das iPhone-Gebiet. Staatsvolk sind die Leute, die sich auf dem Gebiet vom Staat befinden. Was ist das Gebiet von einem Staat, wenn es nicht der Boden da ist? Weil wir haben ja Staatsgrenzen. Ist eine Staatsgrenze eine Staatsgrenze oder eigentlich nur eine visualisierte Verwaltungsgrenze? De facto ist es so, Staatsgebiet ist auch definiert juristisch. Staatsgebiet ist so definiert, Staatsgebiet ist der einem Staat zugehörige bestimmte Teil der Erdoberfläche. So gar nichts. Das heißt nicht innerhalb der Staatsgrenzen, sondern der einem Staat zugehörige bestimmte Teil der Erdoberfläche. Das heißt auf Deutsch, wenn ihr mit einem österreichischen Reisepass in Griechenland am Strand steht, dann habt ihr euch ein Staatsgebiet jetzt gerade dort bestimmt. Bestimmter Teil der Erdoberfläche. Und deswegen nennen sie ja so Ausweis, Ausweis. Weil die Frage, die sich stellt, ist, woraus weist mir der Ausweis, wohin aus? Ausweis, von wo wohin? Wieso heißt der nicht Einweis? Oder Vorbeiweis? Ausweis. Also, Staatsgebiet kann nichts Geografisches sein. Da steht's. Was ist passiert? Die Geburt
wurde gemeldet in Form einer Geburtsanzeige. Es sind in Österreich 6, 7, 8, 9 irgendwelche Instanzen dafür verantwortlich, eine Geburt zu melden. Geburtsanzeige. Lebendiges Leben wird angemeldet. In dem Moment kommt im Datensatz von der Republik, im Zentralen Melderegister oder im Personenstandsbuch, im Geburtenbuch, zu der Erstellung der Person. Das heißt, es wird einfach ein neues Produkt, ein neuer Strichcode erstellt. Der Strichcode kriegt den Namen, den eure Eltern euch gegeben haben, was sie, wenn man es ganz, ganz lapidar betrachtet, eigentlich um die erste Urheberrechtsverletzung handelt. Dass man was so nennt, wie wir schon hassen. Und die Geburtsurkunde bestätigt den Vorgang. Die Urkunde ist die Bestätigung dafür, dass eure Person geboren ist, nicht dass ihr geboren seid. Eure Person wird geboren in dem Sinn, wie eine Idee geboren wird. Geboren. An der Geburtsurkunde, haben wir gerade gelesen, hängt dran die Staatsbürgerschaft. Die Staatsbürgerschaft schenkt uns quasi gnadengleich das Rechtssystem, die angeborenen Rechte. Aus diesen Rechten und aufgrund unserer Ausbildung, die wir kriegen, seit wir in die Schule gegangen sind, handeln wir konkludent. Versteht das wer? Genau, konkludentes Handeln ist schlüssiges Handeln. Also man geht davon aus, dass aufgrund dessen, was du tust, erkennbar ist, dass du da dabei bist. Es wird dann einfach von Haus aus unterstellt, es wird vermutet, dass du da dazugehörst. Dummerweise schützt Unwissenheit vor Strafe nicht. So ist es nämlich gemeint. Sie haben es uns immer gesagt übrigens, gell? Es steht alles, man muss es nur finden. Unwissenheit vor Strafe nicht und man wird bestraft die ganze Zeit. Man wird in dem Sinn bestraft, dass es jeden Tag neue Gesetze gibt. Ich habe gehört, dass die Obamacare in Amerika jetzt 40.000 neue Gesetze bringt. 40.000 neue Gesetze. Also haben wir 40.000 neue Regeln. Ja? Ein Gesetz ist ja das Gesamtwerk der Regeln. Da habe ich das, zum Beispiel das oberösterreichische Baurecht 2013-14. 40.000 neue Gesetzestexte oder Regeln heißt auf Deutsch im Umkehrschluss 40.000 neue Strafmöglichkeiten. Jedes neue Gesetz erzeugt automatisch eine neue Strafe. Sagen wir ein neues Verbrechen. Verbrechen klingt so gemein. Eine neue Bestrafung. Jedes Gesetz erzeugt eine Bestrafung. Wir nennen das global die Zinssklaverei. Allerdings steht natürlich aufgrund alleine schon der Vernunft, was immer die Vernunft ist, müssen wir auch noch überlegen, steht der Mensch niemals unter jeglichem Statut. Der Mensch ist ein freies, souveränes Lebewesen. Was ist also passiert? Ein Statut mit Gesetzeskraft kann niemals Gesetz sein. Das kann zwar vielleicht Gesetz hassen, aber es kann kein Gesetz sein. Wir unterscheiden immer wieder zwischen Schein und Sein. Person Mensch. Wenn man das weiß, was tun? Fragezeichen. Weil, das möchte ich schnell vorlesen. Der Mensch ist definiert juristisch, das haben wir schon gelesen. Nein, das habe ich glaube ich nicht geschrieben. Der Mensch, schaut mal nach, und der Mensch, da kann man sich dazwischen fragen, wieso steht Mensch in einem juristischen Wörterbuch? Weiß jeder, was ein Mensch ist. Der Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen, von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Das ist ein Mensch. Habt ihr das gewusst? Allerdings steht weiter hinten, ein Seiten weiter, bei Menschenwürde, die juristische Definition von Menschenwürde, die viel schönere Definition, was ein Mensch fürs Rechtssystem ist. Da steht nämlich, Menschenwürde ist der innere und zugleich soziale Wertanspruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt. Die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken. Schön, oder? Wieso geht das nicht? Und wenn in Deutschland Artikel 1 Grundgesetz heißt, die Menschenwürde ist unantastbar,
Warum? Es geht nur weiter, Menschen sind unantastbar. Daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertesystems ist und andererseits der Staat ausschließlich um des Menschen willen da ist und Verletzungen der Menschenwürde verhindern muss. Muss. Artikel 1 Grundgesetz ist eine objektive Verfassungsnorm, die sich in der Form einer modal ausgerichteten Generalklausel als Verhaltensnorm an alle richtet, die aber dem Einzelnen kein subjektives Recht gewährt. Edge. Da steht, dass man sie niemals aufs Grundgesetz berufen darf und auch niemals darauf, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Das ist so regeljuristisch, das steht da erinnern, das gilt zwar für alle, es generiert aber für den Einzelnen kein subjektives Recht. Auf das kannst du nie berufen. Ich berufe mich auf die Definition vom Mensch, dass das Rechtssystem anerkennt, dass der Mensch ein geistig-sittliches Wesen ist, das von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen, in der Umwelt auszuwirken. Das gilt auch für einen Juristen, weil das steht da. Dass die Menschenwürde unantastbar ist, darüber reden wir gar nicht. Auf das darf man sich nicht berufen. Ihren Kern bildet der Schutz, das ist nicht mehr möglich. Okay. Passt. Da ist es gestanden, die Menschenwürde ist unantastbar, daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertes ist. Da steht nach der Verfassung. Die Verfassung kommt vorher, heißt es. Wir glauben, wenn wir das lesen, gemäß der Verfassung. Hassen du das? Nach der Verfassung. Sonst steht gemäß da. Also die Verfassung kommt zuerst. Deswegen schwört auch der Richter sein Eid. Auf was schwört der Richter, wisst ihr das? Auf die Verfassung und auf die Gesetze der Republik. Wo ist der Mensch? Das habe ich gesagt. Das ist mein Zitat. Der Mensch steht niemals unter jeglichem Statut, außer er begibt sich freiwillig darunter und sagt, okay, so tun wir. Wer ist der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten, der jemals euch was anschaffen darf? Selber Egoisten. Die Mama. Es ist die Mama. Ja? Ja, als Mama erst so, die sagen am besten Mutti zur Frau. Ja, es ist die Mama. Jedes Lebewesen da draußen rennt ursprünglich der Mama nach und lernt alles, was Kinder muss, weil der Papa eh nicht da ist. Das heißt der Muttersprache. Also, wenn die Mama kleiner ist oder leichter ist wie ich, und wer sagt dann, wo es lang geht? Ja? Wenn ich runterschaue auf die Mama, sage ich, Mama, sorry, ich bin größer wie du, ich sage, was ich tue. Dann ist der Zug abgefahren. Aber trotzdem geht es, dass uns irgendwer was anschafft die ganze Zeit. Obwohl es Sklaverei verboten ist. Ist nicht so, dass ich mir nichts anschaffen lassen will, aber es soll einen Sinn machen. Es soll vernünftig sein. Es soll meine normale Moral nicht beleidigen. Dass ich mir denke, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wir machen den ganzen Planeten kaputt über das System. Ja, da kann man jetzt alle möglichen Kategorien aufmachen. Ist es der Schaden, den ich anrichte? Ist es der Schaden, den ich anrichten muss? Den meine Freunde anrichten, den die ganze Welt anrichtet? Nur weil wir ein Geldsystem haben, das einen riesen Batschen hat. Verweisung auf Transformationsgeld. genau, was tut man dann, wenn man das erkannt hat? Dass es niemals so sein kann, dass relativ nicht absolut ist, also dass das jetzt so ist, dass es nicht so sein kann. Das Schein nicht sein ist, dass Person nicht Mensch ist. Was tut man dann? Da steht er nur dabei, muss ich nur vorgreifen, die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit. Was heißt geistig-sittlich? Schaut man nach. Sittlich. Hat wer eine Idee dazu, was sittlich heißt? Es gibt Sittlichkeitsdelikte. Aber es ist ganz was anderes. Sittlichkeit, in Klammer Moral, ist die Gesamtheit der inneren, auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen.
Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. In Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit verlangt das Recht grundsätzlich Rechtsgehorsam, berücksichtigt aber vielfach die Anforderungen der Sittlichkeit durch Milderung der Rechtsfolge des Rechtsbruchs. Der Freeman verzichtet aufgrund von schwerer Pflichtenkollision mit dem System, weil sie das Rechtssystem nicht am Guten und am Gewissen ausrichtet, einfach auf das gesamte Rechtssystem. Und schreibt der Freeman-Erklärung. In der Freeman-Erklärung stehen ein paar Sachen drin, und das waren 5 Seiten. Wer kennt es alle? Wer hat es selber schon angeschickt? Wir sind mittlerweile weit oder um die 200 Leute in Österreich. Ich bin nicht mehr der Einzige. Also in den letzten 2 Jahren haben 200 Leute das dann, was ich vor 2 Jahren dann habe, einfach dem System mitgeteilt, weißt was? Das ist eine gute Einleitung. Was steht in der Freeman-Erklärung? Weißt was? Ich bin. Und zwar Mensch. Nicht Person. In weiterer Folge steht drin, weißt was? Ich bin du. In Lakesh. Ja, wir sind alle genau das Gleiche. I'm another you. Weiter, ich komme in Frieden. Sollt ihr Pflicht haben, dann ist es erst einmal die zu helfen, zu geben. Pflicht. Weiters, das System würde mich genau zum Gegenteil verpflichten. Da muss ich aber nehmen. Ja, im System muss ich immer nehmen. Dabei ist mir Pflicht zu geben. Das ist eine Pflichtenkollision. Die ist auch juristisch definiert, das kann man nachlesen. Pflichtenkollision heißt, wenn die höhere Pflicht die niedere auflöst. Die niedrigere Pflicht brauche ich nicht erfüllen, wenn es eine höhere gibt, die das nicht zulassen kann. Ich identifiziere mich nicht länger in meiner Person. Das ist jetzt sinngemäß, steht es in der Freeman-Erklärung so drin. Ich identifiziere mich nicht länger in meiner Person. Das heißt, ich mache mich nicht länger zum Offen. Ich verzichte auf jegliches positives Recht. Danke, nein. Es beleidigt meine Natürlichkeit, meinen Einklang mit der ganzen Welt, Erde, muss man sagen, mit Welt. Danke, nein. Also, ich bin dann mal weg. Ich gehe shoppen. Und prinzipiell sagen wir ja, Geschäfte ist ja kein Problem. Geschäfte können wir ja machen. Wir reden ja auch noch miteinander. Ich bin ja prinzipiell kein Systemfeind. Nur wir müssen erwachsen genug sein, dass wir dieses System, das uns da zu Sachen zwingt, gegeneinander, wir sehen es ja rundherum. Schaut nach Venezuela, in die Ukraine, nach Dings, da und dahin, das ist in China. Es geht zu Geschäfte ja zu folgenden Bedingungen. Ich habe Ihnen meine Geschäftsbedingungen mitgeteilt. Was kostet die Stunde? In welchem Fall? Da gibt es 3 Stundensätze. Segieren kostet 500 Euro in der Stunde. Befugnisüberschreitungen, Amtsanmaßungen oder solche Sachen kosten 5.000 Euro in der Stunde. Gewalt, Handschellen, Entführungen, Verhaftungen 5.000 Euro in der Stunde. Nein, 50.000 habe ich gesagt. Genau, 5.000 waren ja schon. 50.000 in der Stunde. Das sind meine 3 Stundensätze. Also, bitte zur Kenntnis nehmen, ich grüße Sie in Liebe, Johannes, der freie Mensch auf dem Planeten Erde. Das steht in meiner Freeman-Erklärung drinnen. Und ich habe Ihnen 10 Tage Zeit gegeben, falls jemand mit mir darüber sprechen möchte, kriegt es der Bundeskanzler, die Innenministerin, der Landeshauptmann von Oberösterreich und der oberste Gerichtshof. Denen habe ich das geschrieben. Und nach 10 Tagen war nur nichts da, keine Antwort. Also kann man sagen, danke, Akzeptanz erfüllt. Nämlich man kann ja durch Unterlassen was tun, ne? Durch Nichttun zustimmen. Und daher kann ich mich seit 2 Jahren darauf berufen, dass ich eine Vereinbarung mit der Republik Österreich habe. Das ist schön. Weil das muss einmal prinzipiell jeder Polizist, jeder andere einfach einmal so glauben. Ich kann es mir sogar lesen lassen. Ich brauche keinen Ausweis mehr.
Ich bin. Ich weiß, dass der Freeman ist, oder so. Nein, es gibt keinen Freeman-Ausweis. Wir arbeiten dran. Aber es wird kein Ausweis sein, es wird ein Einweis sein. Ja, oder Wegweis. Ich glaube, er wird Wegweis hassen. Sagen Sie mir Wegweis. Ich bin Wegweiser. Wegweiser. Man kann die Freeman-Erklärung jetzt zum Beispiel nennen, Kündigung. Kündigung ist deswegen schön, weil das Wort Kündigung hat ja auch bestimmte Bedeutung für den Juristen. Kündigung, kleiner Insider für den Franz, gell? Die Kunde und die Kündigung, die Verkündigung. Es ist alles Konjunktiv. Wo ist das U? Kündigung. Kündigung ist die auf die Beendigung eines Schuldverhältnisses, in Klammer Dauerschuldverhältnisses, gerichtete, empfangsbedürftige Willenserklärung. Beendigung eines Schuldverhältnisses, empfangsbedürftige Willenserklärung. Das ist es. Der Freeman sagt, ich will und du musst es nicht erklären. Und die Schuld ist erledigt. Kündigung. Oder man nennt es eidliche Mitteilung. Oder man, das braucht es nicht mitschreiben, das kennt sich selber aus. Die Dings, menschliche Anspruchserhebung, kommt man es auch nennen. Wo der Mensch seinen Anspruch erhebt. Oder Rechtsverzichtserklärung. Ich verzichte aufs positive Recht, das beleidigt mich. Es zwingt mich dazu, dass ich mich nicht mehr am Gewissen und am Guten orientieren darf, weil das war die Sittlichkeit. Wesentliches Verantwortungsübernahme schreiben. Dass der Mensch hergeht und aus seinem Wesen außer die Verantwortung übernimmt. Oder Lebendmeldung. I'm alive. Oder Abschiedsbrief. Ich bin da mal weg. Man kann ja ein bisschen die Hut ins Fenster stellen und sagen, es ist eine sogenannte Schadloshaltungsabsichtsankündigung. So nur für den Fall. Es könnte sein, dass da ein Schadenersatzgeld gemacht wird in Zukunft. Ich habe dann zum Beispiel eingeschrieben, dass ich mir vorbehalte, dass ich 5 Millionen Euro für jedes Jahr meines Lebens nachträglich Schadenersatz verlange. Und da haben sie auch nichts gesagt dagegen. Das waren jetzt schon 200 irgendwas Millionen Euro. So alt bin ich schon. Oder man nennt es zum Beispiel Menschwerdungsbestätigung. Es ist völlig egal, wie ihr das nennt. Wichtig ist nur die Absicht, in der, das Bewusstsein, in dem ihr steht. Dass ihr erkennt, dass das alles, das steht zwar irgendwo, man kann da nachschauen, aber es hat sehr, sehr viele intellektuelle Lücken. Die muss er haben, weil der Mensch als freies Lebewesen unerreichbar ist. Der Mensch ist als freies Wesen unerreichbar für irgendwelche Normen. Er muss selber ja sagen. Ansonsten geht das nicht. Und man hat euch von Geburt an was eingeredet, an was ihr glaubt und es für echt hält. Und das nennt man LSSMS. Genau. Und in diesem Sinne sage ich einfach einmal, in der Kürze liegt die Würze, alles Gute. Im Sinne von guten Morgen auch, ja. Da ist mehr Info zum Finden. Welcome to Freedom lege ich ganz besonders ans Herz. Da sammeln wir recht viel klasse Sachen. Ist nochmal ein rundes Ei. Danke für die Aufmerksamkeit. Es ist nur viel umfassender, was wir da gerade außerfinden. Es darf ich einen Vogel außerhauen. Aber da ich noch nicht einmal eine ganze Stunde bin, muss ich jetzt noch schnell was sagen, das fällt mir noch ein, das schieße ich nur noch. wer ist denn ein bisschen juristisch versiert von euch? Ich weiß auch nicht. Wirklich, ich möchte nicht die Angst nehmen, ich weiß das auch nicht. Aber das ist lustiger wie Brüder Grimm. Ein Staat ist folgenderweise definiert. Ihr glaubt ja alle, dass ihr in Österreich lebt. Aber ihr wisst jetzt, dass Österreich nicht das Land da draußen ist, sondern dass Österreich ein Buch ist. Österreich ist ein Buch, genauso wie jedes andere Buch. Und braucht aber, dass man es gründen kann, drei Sachen. Es braucht zur Gründung von einem Staat ein Staatsgebiet, was noch? Erfolg und? Ja, in dem Fall reden wir aber in dem Fall vom Regelwerk. Die Gewaltentrennung, die Verfassung.
Genau. Also sagen wir eine Gründungsurkunde, Verfassung, ein Staatsgebiet und ein Staatsvolk. Dann kannst du ein Staat sein. Staat ist die auf Dauer berechnete Zusammenfassung einer größeren Anzahl von Menschen, siehe Staatsvolk, auf einem bestimmten Teil der Erdoberfläche, Staatsgebiet, unter Regelung aller für deren gemeinschaftliches Leben notwendigen Belange, durch einen innerhalb der Gemeinschaft obersten Willensträger, mit einer Staatsgewalt, drei Elemente Lehre, und jetzt kommt's, falls sich die von diesem Willensträger aufgestellte Ordnung tatsächlich durchgesetzt hat und keinem völkerrechtswidrigen Zweck dient. Falls sich die vom Willensträger aufgestellte Ordnung tatsächlich durchgesetzt hat. Was ist passiert? Wie hat sich eine aufgestellte Ordnung durchsetzen können? Und jetzt rate ich euch wirklich einmal, einen genauen, intelligenten Blick ins Bundesverfassungsgesetz zu schmeißen. Wie gesagt, das sind alles offizieller Kodex österreichisches Recht, was ich da habe. Das sind keine Comics. Sondern das ist richtiges System. Das Bundesverfassungsgesetz Wer weiß, von wann das ist? Das Bundesverfassungsgesetz, schätzt 1955, irgendwas, 12. Ich lese euch den gesamten Text vor, wie das Gesetz wirklich heißt. Es heißt kurz Bundes-Verfassungsgesetz. Und der Bindestrich ist wichtig, B-VG. Und ausgeschrieben heißt das Gesetz eine ganze Seite lang, das kleine Ding, das ist der ganze Text vom Gesetz. Und der fängt in der ersten Zeile so an. Gesetz vom 1. Oktober 1920. Das war noch im Ersten Weltkrieg. Gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird. Nicht ausgerufen oder gegründet. Eingerichtet. Was heißt das? Was heißt einrichten? Dann schaut man nach in einem juristischen Wörterbuch. Einrichtung. Einrichtung. Ding, ding. Einrede, Einrichtung. Einrichtung ist im Privatrecht die Sache, die einer anderen Sache körperlich hinzugefügt ist und deren wirtschaftlichen Zwecken dient. Im öffentlichen Recht ist Einrichtung der Gegenstand, der benutzbar ist, zum Beispiel Anlage, Unternehmung. Er ist öffentliche Einrichtung, wenn er der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt ist. Österreich ist eine Einrichtung, weil es eingerichtet wurde. Und wie kann man jetzt so einen Staat einrichten? Was braucht man? Man braucht ein Staatsgebiet, man braucht ein Staatsvolk und eine Verfassung. Verfassung haben wir da vor uns liegen, das haben die Leute ja, das hat der Hans Kelsen geschrieben, dieses Regelwerk da. Im ersten Artikel steht dann drinnen, wie gesagt, 1920, wir erinnern uns, kaiserliche Musik, irgendwas. Österreich ist eine demokratische Republik. Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Zweiter Artikel. Österreich ist ein Bundesstaat. Bundesstaat. Da kann man nachschauen, was ist ein Bundesstaat? Ihr lacht es nicht. Ihr versteht es sonst nicht. Das muss ich wirklich so wissen. Was heißt das? Bundesregierung, Bundes-irgendwas, Staat. Bundesstaat ist der Zusammenschluss von Staaten, durch den ein neuer Staat entsteht, auf den ein Teil der Souveränität der Glieder übergeht. In Klammer Deutschland, Schweiz, Österreich. Er steht im Gegensatz zum bloßen der eigenen Souveränität entbehrenden Staatenbund. Die andere Richtung. Österreich ist ein Bundesstaat, der wird gebildet aus den selbstständigen Ländern. Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich bis Wien. Frage, waren das Staaten? Und da steht selbstständige Länder. Regionen. Ein Bundesstaat besteht aus Staaten. Also ist die erste Frage, hat Österreich jemals als Bundesstaat eingerichtet werden können, wenn es keine Staaten gibt, die man zusammenschließen kann. Okay, Sie haben dann zumindest das Staatsgebiet definiert. Kommen wir jetzt vor, da steht Artikel 3. Das Bundesgebiet umfasst die Gebiete der Bundesländer. Staatsgebiet definiert.
Sie haben eine Verfassung dastehen, Sie haben ein Staatsgebiet definiert, da haben vorher schon vom Volk gesprochen, das Volk ist erwähnt, aber nicht definiert. Es geht dann weiter, Artikel 4.5, Artikel 6 heißt, für die Republik Österreich besteht eine einheitliche Staatsbürgerschaft. Und jetzt jene Staatsbürger, die in einem Land, bla bla bla, die Staatsbürger werden jetzt zum Thema gemacht, ohne dass sie jemals definiert worden sind. Sie haben unser Staatsgebiet definiert, Sie haben den Text hergeschrieben, aber wo ist das Volk? Das Volk ist erwähnt, in dem da steht, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Ja? Was heißt das? Ohne Volk kein Recht. Was tut also das Recht? Lass uns kurz, und damit schließe ich ab, weil alle schon auf die Uhr deuten und einen Hunger haben und aufs Häusl müssen und rauchen wollen. Lasst uns über das Wetter reden. Wenn wir zum Beispiel sagen, wie wird das Wetter morgen, dann sagt der eine, ich glaube, dass es schier wird, und der andere sagt, ich glaube nicht. Und sagt, ich gehe von Sonnenschein aus. Ich gehe davon aus, dass die Sonne scheint. Ich gehe von Sonnenschein aus. Der nächste sagt, kommt der Fritz oder der Rudi zuerst? Sagt der eine, ich glaube, dass der Rudi zuerst kommt, der andere sagt, ich gehe vom Fritz aus. Recht kann selber, das haben wir auch schon gelesen, bei Sittlichkeit, in Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit verlangt das Recht grundsätzlich Rechtsgehorsam. Das heißt, Recht kann selber was tun. Recht kann auf etwas abzielen, Recht kann was verlangen, Recht kann auch von was ausgehen. Und da steht, Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht, wir brauchen ein Staatsvolk, ihr Recht geht vom Volk aus. Danke. Damit entlasse ich euch in Dings, es ist alles Illusion, ihr seid die Vermutung, nicht die Quelle. Wer glaubt, dass das Volk die Quelle der Staatsgewalt ist, hat nicht erkannt, dass er die Vermutung ist. Das Recht geht vom Volk aus. Das ist eine Vermutung. Freeman, Amen. Alles Gute. Mehr demnächst auf YouTube und Facebook und in den großen Medien wie Fernsehen, Kino und so weiter. In der Zwischenzeit, lade ich ein. Jacques, wo? Draußen. Auf dem Tisch da draußen. Genau. Ich habe ein paar Bücher mit. Tatsächlich nicht gegenseitig, ist dann sicher nicht nur für jeden da. Aber interessiert sich dafür. Es geht um jeden Einzelnen. Und es geht nur von innen aus. Das Erkennen, was mir da eigentlich dann gegeneinander. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß am nächsten. Okay, danke Joe, war total interessant, es wird immer interessanter. Ja. Ich kenne die Sachen schon lange oder schon länger und es wird jetzt mal nur klarer und besser. Wir machen jetzt 5 Minuten Pinkelpause und dann lüften, dass wir wieder frisch sind. Und dann kommt der Horst Burgstaller mit der Gaia-Energie. Okay? Thank you.